Okay, dann hilft mir also Napoleon Bonaparte, dem Kriegsherrn, später zum Aufstieg. Und wir kriegen Informationen. Immerhin gut. Einerseits. Nur auf welcher Seite steht er? Assassine, Templer, selber? Egoist. Kapitalist, Demokrat, wir wissen es nicht. Und ich suche wieder mein Ziel aus. Was haben wir für Optionen diesmal? Nehmt ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Okay. Die blauen für uns und oben den Schützenturm. Der muss weg. Kommt schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Und den will ich haben. Challenge accepted. 5 Ausgänge, 2 Fundorte, 40 Wachen, ein Geheimzugang. Relier eliminieren. Okay, Gebiet erkunden und für Gelegenheiten sorgen. Bin dabei. Und let's go. Mich hoch. Hoch ist mir wichtig. Komm ich. Ne. Da ist hier meine Gelegenheit. Dafür geht ihr auf die Guillotine. Nicht bewegen. Keine Bewegung. Macht es euch nicht schwerer als nötig. Keine Tricks. Das ist unmenschlich. Ich will eure Hände sehen. Monster! Beobachtet sie, Männer! Gott wird euch strafen! Bastarde! Merci, Monsieur. Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber ab dann. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Ihr Hurensöhne! Fünf haben wir. Fähigkeiten. Ne, Nahkampf ist es nicht. Ist, glaube ich, was Schleichen drin, ne? Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ich will erst hoch. Ah. Shit. Da haben sie es ein bisschen schwer gemacht. Hoch? Ne. Gut. Da komme ich auch nicht rein. Da vorne ist ein Fenster. Dafür müsste ich einmal rum. Sieht das aus? Ja. Brauche ich aber, glaube ich, nicht. Einen Moment. So. Gut, da sehen wir, wie es eigentlich normal läuft. So, du hast noch 2 Tage. Okay. Was für eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Weiß ich nicht, bring sie weg. Ah, lass sie liegen. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. Durchsuchen. Tschüss.
1, 2. Eh bien, je vais aller retrouver ton créateur. Kannst du nicht weiter schlafen? Aua. Rauch erledigt. Abweckung, Wachen befreit. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Lasst sie zurück! Vive la Revolution! Bleibt ruhig! In die Bresche! Haltet die Reihe! Du hattest es verdient. Du und deinesgleichen. Gut gemacht, Fremder. Ein tollwütiger Hund weniger. Haben wir auch, okay. Guter Junge. Kommt, Leute, nach oben. Ist da irgendjemand? Nein, 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 da ist niemand. Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich links die beiden einfach mal eben doppelmorden. Wird auch nichts so lang. Muss schnell sein. So. Den will ich haben. Gedacht, das wird nichts passieren. Hab ich auch. Die sind tot. Nein. Okay, wir müssen bestimmt übers Fenster. Ich kann doch nicht immer drei Attentate aus der Deckung machen. Ich höre keine Geräusche. Bleib. Die Dampfer gemäßigt hat! Du entkommst nicht, du Marder! Schaut auf, Seher! Euer Bruder kommt zu Besuch! Möchtet ihr ihn nicht sehen? Ich hab dich gesehen, er ist direkt hinter mir. Na los, Aufseher! Lasst uns anstoßen! Vive la Revolution! Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Sofort stehen bleiben! Tschüss! Ah, seht! Er vermisst euch! Alter! Na, Aufseher! Nicht so unhöflich zu eurem Gast! Seht! Er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt saht. Oh, schmollt ihr etwa, Aufseher? Tja, es tut mir unendlich leid, Aufseher. Es ist nun, wir konnten es von ihm nicht finden. Gut, wenn ihr nicht wollt, dann schätze ich, wird er ein feines Souvenir abgeben. A nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Kopfschuss. Hallo, Sink! Sink! Was zum Teufel? Ist kein Patriot. Stehen bleiben! So! So, dann was kümmere ich mich jetzt? Dead. Er wird nicht länger durchhalten. Geduld. Ich kann nicht gewinnen. Doch, kann ich. Umso leichter ist deines Deichens. Ja gut, hab ich gesagt, ne? Schauen wir mal eben. Na, mein Freund? Schauen wir mal seine Gedanken an, was er hatte. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Berlin, Luxemburg. Rui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen, aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Und da würde ich sagen, da haben wir auch die Erinnerung von ihm noch bekommen. Ich plündere ihn nochmal fix auf die Schnelle und dann fliehen wir auch. Plündern wir vielleicht noch einen? Aber wir können einen plündern. Verschwinden die einfach so. Naja.